Willkommen zurück, Freunde, hier bei Fallout. Wir sind in Chunktown. Das hier ist Albert, das ist Ian, unser Freund, und das ist unser, ja, unser neuer Gefährte. Wie nennen wir ihn denn? Blackie vielleicht? Nennen wir ihn mal Blackie. Blackie finde ich ganz passend eigentlich. So, wir haben einige Aufgaben hier in Chunktown. Ich habe das auch nochmal in der letzten Aufnahme nachgeguckt, was wir so alles vorhaben. Wir haben hier zum Beispiel eine Queste, dass wir die Skulls Gang auffliegen lassen sollen. Und dann hat noch ein netter Herr namens, wie heißt er denn nochmal, Nathaniel oder sowas. Wo war denn der? Ich glaube, war der hier drin? Kann sein. Irgendwo war der drin. Das war, glaube ich, auch ein. Das war gleichzeitig der Kaufmann und der Bürgermeister der Stadt. Der hat uns einen Auftrag gegeben, dass wir jemanden hops nehmen sollen, nämlich Gizmo himself. Hier ist der Gizmo. Wir sollen ihn entweder ausspionieren. Also wir sollen entweder eine Wanze in seinem Büro positionieren oder wir sollen dafür sorgen, dass er sich irgendwie verrät und wir das aufnehmen können. Und ich glaube, da gehen wir jetzt mal hin und versuchen mal in diese Richtung was zu bewirken. Weil wo wir nämlich noch nicht waren, war hier hinten drin. Und vielleicht sitzt dort Gizmo. Ich glaube, ich habe da vorher gerade was gesehen. Schaut mal, hier hinten sitzt nämlich jemand an so einem Schreibtisch und das könnte doch der gute Geschäftsführer hier sein, oder? Das könnte doch gut sein. Also gehen wir mal hier rein. Das sind unfreundliche Herren, das wissen wir schon. Aber vielleicht lassen die uns einfach durch. Ich weiß nicht. Probieren wir es mal aus. Ja, die lassen uns einfach durch. Sehr gut. Also hier rein und dann mal kurz mit der Dame quatschen. Nein, wir wollen nichts setzen. Okay, dann hier mit diesem Herrn hier vielleicht mal kurz quatschen mit dem Spieler. Dieser Ort nervt. Gut, dann gehen wir hier weiter. Ja, hier kommen wir auch rein. Sehr gut. Fangen wir vielleicht erstmal an, hier die Regale zu untersuchen. Ihr wisst ja, ich stehe auf Regale. Was ist hier drin? Nichts. Da kennen wir doch schon. Was ist hier drin? Da ist was drin, nämlich eine Packung Nudeln. Aha, die brauchen wir nicht. Gut, wer ist das hier? Das ist Izzo und das hier ist Gizmo, der Casino-Besitzer. Da dachte ich mir doch, Izzo sagt nichts und was sagt denn Gizmo so? Was willst du? Ich hab zu tun. Aha, er ist vertont, das bedeutet, es ist ein wichtiger Charakter, ist ja klar. Er ist einer der wichtigsten Charaktere, glaube ich, hier in Chunktown. Ich will über den Mordanschlag auf Kilian reden. Eigentlich nichts, ich gehe dann wieder, mich interessiert einfach, wie ein Blödmann wie du so überleben kann. Wir konfrontieren ihn gleich mal. Ich will über den Mordanschlag auf Kilian reden. Was redest du da? Oh wirklich? Du erinnerst dich nicht mehr an einen Killer auf Kilian angesetzt zu haben, du Schnachbacke? Also nehmen wir mal an. Tu nicht so, als wüsstest du vor nichts. Also nehmen wir mal an. Beispiel? Also angenommen, du hast einen Killer auf Kilian angesetzt und er hat es vergeigt. Dann brauchst du doch einen anderen, der den Job richtig erledigt. Ah, gute Idee. Gute Idee. Lass mich mal raten. Bist du derjenige? Ich mache ihn schneller kalt, dass du spucken kannst. Und wie kann ich dir trauen? Weil ich ein Profi bin. Ich habe sowas schon öfters gemacht. Aber denk dran, dass mit Gizmo keiner jemals ein falsches Spiel treibt und dann darüber auspackt. Kapiert? Oh, ich könnte dich schon verarschen, obwohl bei deinem großen Arsch. Klar, aber zuerst will ich wissen, warum du ihn loswerden willst. Das nehmen wir mal. Einfach. Ich will ihn tot sehen. Er stört meine Geschäfte. Also, machst du ihn nun alle? Kannst du das nochmal sagen und zwar etwas deutlicher, wegen der Aufnahme? Klar wird erledigt, deshalb bin ich hier. Noch vor Sonnenuntergang ist er tot. Wir nehmen mal das Oberste. Gut, komm als Beweis mit den Marken wieder, die er um den Hals trägt. Und erzähl niemanden von diesem Gespräch. Niemand treibt ein falsches Spiel mit mir. Niemand. Aha, okay. Was, kann er handeln mit uns? Nein, handelt nicht mit uns. Okay. Gut, dann haben wir jetzt einen Auftrag. Jetzt, warum läuft er denn jetzt weg? Wo läuft er denn jetzt hin? Ah, hier hinter. Können wir jetzt mit ihm reden? Nein. Wir könnten versuchen, da reinzugehen, aber das ist ja das Schlafzimmer wahrscheinlich von ihm. Und das würde ein bisschen merkwürdig rüberkommen, denke ich mal. Deswegen machen wir das nicht. Sondern gehen jetzt wieder und ich hoffe, wir haben jetzt eine Aufnahme. Ich weiß es nicht. Gehen wir mal hier raus. Und dann kontrollieren wir unsere Taschen.
So, hier war doch irgendwo das Aufnahmegerät, oder? Das hier. Kassettenrekorder von Watts Electronics zum Ab- und Bespielen der normalen 30HD-Kassetten, die nur einmal bespielt werden können. Ja. Warum haben wir eigentlich eine Nuka-Cola hier drin? Flasche Nuka-Cola, Abschlussgetränk der postnuklearen Welt, warm und abgestanden. Naja. Ich habe noch einen Hinweis von euch bekommen. Da müssen wir nochmal hier hingehen. Ich soll nochmal mit jemandem reden. Und das machen wir. Ich glaube, hier in der Bar war das. Ne? Hier oben in der Bar. In der Bar soll ich nochmal mit jemandem reden. Oh, da liegt immer noch der Tote. Wo sind wir da? Gut. Und zwar mit diesem Fremden, der uns schon Tipps gegeben hat fürs Überleben. Wo ist er denn? Da ist er. Mit dem sollen wir nochmal reden. Ich rede nochmal mit ihm. Tycho heißt er. Ich brauche ein paar Informationen über die Gangs hier. Oh ja, das bräuchten wir. Kilian hat mich gebeten, in dieser Stadt aufzuräumen und ich hätte gerne deine Hilfe. Oh, das hört sich auch interessant an. Aber ich frage erstmal nach den Gangs. Es gibt hier zwei Arten von Gesinde. Eine davon sind die Skulls, eine Gang, die sich im hinteren Teil von Marcells Crashhaus aufhält. Dabei handelt es sich nur um durchschnittliche Idioten, aber die anderen hören auf diesen fetten Freak, dessen Namen du wahrscheinlich erraten kannst. Leitet das Casino. Diese Jungs sind organisiert und gefährlich. Ah ja, danke für die Info. Ich bin übrigens Albert. Okay, hat uns jetzt auch nicht so viel weitergebracht, ne? Kilian hat mich gebeten, in dieser Stadt aufzuräumen und ich hätte gerne deine Hilfe. Also langsam wird's Zeit. Geh voran, mein Freund, und lass uns die Straßen ein bisschen kehren. Meine Empfehlung ist es, Gizmo umzuhauen. Ja, das haben wir auch vor. Sehr gut, haben wir jetzt einen neuen Begleiter. Ich schau mal. Du erhältst 300 Erfahrungspunkte für die Rekrutierung von Tycho, einem Wüstenranger. Sehr cool, wir haben einen neuen Begleiter. Das heißt, wir sind schon zu viert. Blackie, Ian und Tycho. Sehr schön. Die Frage ist jetzt, gehen wir erstmal hier runter. Und dann speichere ich. Ihr kennt ja meine Speicher. meine Speicherei. So, wir speichern mal. Also, speichern. Hier oben. Was schreiben wir? Was ist denn die 21? So. Die Frage ist, gehen wir vielleicht hier nochmal hier oben rein und schauen uns an, was die dazu sagen haben, diese komischen Skulls, oder kümmern wir uns dann später drum? Und ich würde sagen, wir kümmern uns später drum. Wir gehen jetzt erstmal zu Kilian. Kilian Darkwater, glaube ich, heißt er, zum Bürgermeister. Na, Frau Merkel, wie geht's? Ich stehe hier schon die ganze Zeit. Ja, ich bin Bundeskanzlerin geblieben. So, hier rein. Und dann reden wir mit ihm hier. Kilians Laden, richtig, genau. Mal schauen, ob wir eine Tonbandaufnahme haben. Ich hoffe es doch. So, hast du den Beweis? Klar doch. Wanze oder Kassette? Geständnis. Lass hören. Zum ersten Mal höre ich seine Stimme gern. Danke, Freund. Zeit, dass wir uns um das andere Geschäft kümmern. Das scheint geklappt zu haben. Ich nehme ein Gewehr, ich nehme eine Lederrüstung, ich nehme einen Arztkoffer, ich nehme alle Stimpacks, die du übrig hast. Offensichtlich kriegen wir jetzt eine Belohnung dafür, dass wir das gemacht haben. Was wollen wir denn? Gewehr und Munition. Ich habe mal nachgeschaut, Gewehre zählen tatsächlich zu den kleinen Waffen. Die großen Waffen sind so Flammenwerfer und Raketenwerfer und sowas. Ja. Gewehr und Munition, ja, brauchen wir eigentlich nicht, oder? Lederrüstung wäre ganz cool. Arztkoffer. Ein Arztkoffer wäre auch nicht schlecht, aber da schleppen wir eh schon so viel Zeug mit rum. Stimpacks haben wir auch so viele. Ich nehme mal die Lederrüstung. Nee, lass mal zu wissen, dass Gizmo das kriegt, was er verdient. Reicht mir völlig. Ist nicht ausreichend für uns. Wir nehmen die Lederrüstung. Danke nochmals. Hör zu, ich lasse Gizmo und seine Genossen aus der Stadt treiben. Ich brauche noch eine Pistole. Bist du bereit? Macht sicher Spaß. Ob wir helfen beim... Okay. Klar, schon allein, um ihn mal mehr als 10 Schritte laufen zu sehen. Kommt drauf an, was du mir dafür bietest. Schon wieder? Ich glaube nicht. Ich habe wirklich zu viel zu tun. Ja, eigentlich können wir schon mal nachfragen, was er dafür bietet, oder? Ich bezahle dir den Standardlohn für Söldnerarbeit. 500 Deckel. 500 Deckel? Ich glaube, im Moment haben wir 20 oder sowas. Das ist mir zu wenig. Nö, auf jeden Fall abgemacht. Also. Lars erzählt die Einzelheiten. Okay, ja, ich hoffe, wir überleben das. Wer ist Lars? Ist das er hier?
Nee. Ach, Lars war die Wache, glaube ich. Die Wache draußen. Da ist immer noch die Blutlache von dem Typen, den wir daran gehindert haben, unseren Freund zu erschießen. Da ist das Hospital, dieses komische. Da ist das Gefängnis. Da unten müsste Lars sein, oder? Ja, Lars, der Sergeant der Chunktown-Wachen. Gut, dann gehen wir mal zu ihm. Ah, da laufen wir durch das Gebäude durch. Ja, warum auch nicht? So, hallo, hallo Lars. Sollen wir nochmal speichern? Ja. Wir speichern nochmal. Und sprechen jetzt mit Lars. Bist du bereit, dabei zu helfen, Gizmo zu stürzen? Aber klar, nageln wir die Schweinebacke fest. In Ordnung, auf geht's. So, jetzt bin ich gespannt. Ein sei Tequila und ich konnte die noch nicht riechen und jetzt werde ich deinem Gestank ein Ende machen. Okay. Moment, halt, wir müssen uns noch bewaffnen. Wir haben keine Waffe hier in der... Nee, das ist die MG, die nehmen wir nicht. Wir nehmen die Pistole hier. Das ist unsere Pistole, ne? Genau, die 10mm Pistole. Ach, und hier haben wir die neue Rüstung. Im Moment haben wir Rüstung 12. Nehme ich mal das hier rein. Bringt das was? Deine Grundrüstung aus Leder, kunstvoll gefertigt aus gefärbter Brahminhaut. Okay, was ist das hier? Eine schwarze Lederjacke. Schauen wir mal. Also jetzt haben wir Rüstung 12, dann... Oh ja, Rüstung 19, sehr gut. Wir sollen ihn erschießen, oder wie? Oder ihn hier? Wo stehen wir denn eigentlich? Sind das wir? Nee, das sind wir, ne? Das sind wir. Ich glaube, ich schieße erstmal auf den da. Geht nicht. Geht auch nicht. Warum geht das nicht? Ich brauche... Ach, ich habe nicht genug Aktionspunkte. Okay, dann gehe ich mal zur Seite, damit Ian mich nicht erschießt. Wo können wir denn hingehen? Hier hin vielleicht? Ja, da trifft uns ja noch mehr. Hier hin gehe ich mal. So, da gehe ich mal hin. Okay. Können wir uns umdrehen irgendwie? Versuchen wir mal rechte Maustaste. Nee, das geht natürlich nicht. Wir stehen halt jetzt ein bisschen blöd mit dem Rücken da. Keine Ahnung. Wir machen mal weiter. Das ist, glaube ich, unser Freund hier, Tycho. Und das ist unser Hund. Okay. Der beißt hier. Oh, oh, oh. 20. Trefferpunkte 18, 7. Iso wurde getroffen. Iso wurde getroffen. Okay. Lars wurde getroffen. Dogmeat hat voll daneben getroffen. Ah, Dogmeat heißt er. Ja, für uns heißt er Blackie. Okay, ich bin dran. So, da müsste ich doch jetzt eigentlich hier 94%. Ja, probieren wir mal. Nein, war Blackie getroffen. Ich geh mal hier hoch. So, Gizmo ist erledigt. Und jetzt haben wir noch diesen Iso. Okay, er wird hier gut getroffen. Und hier wird Lars getroffen. Und ich hole das Gewehr. Okay, jetzt sind wir dran, ne? Wir können da hier rüber gehen, theoretisch. Ich gehe mal hier zwei Schritte und dann schießen wir nochmal. Ja, wir könnten ja so einen gezielten Schuss machen. Ich glaube, das mache ich tatsächlich. Weil das verhindert so ein bisschen... Ach, dafür brauchen wir 6. Ich dachte, das verhindert so ein bisschen, dass wir den Hund wieder treffen. Aber naja, wir machen einfach mal trotzdem. Ja, wir haben es geschafft. Und wir haben ihn niedergestreckt. 5 Trefferpunkte kritisch getroffen, das mit einem kräftigen Schlag. Iso ist tot. Sehr schön, dann können wir den Kampf beenden, denke ich, oder? Für das Niederstrecken deiner Feinde erhältst du 425 Erfahrungspunkte. Für die Vernichtung von Gizmo erhältst du 600 Erfahrungspunkte. Möge der Dreckskill in Frieden ruhen. Danke für deine Hilfe, du hast dir die 500 Deckel redlich verdient. Finde ich auch. Und dann schauen wir nochmal hier rein. Oh, 8860. Bald ist das nächste Level in Reichweite. Sehr cool. Rüstung 19. Genau, Aktionspunkte haben wir leider nur 7, weil ich glaube, wir tragen auch ein bisschen zu viel. Tragkapazität 150. Ich weiß nicht, ob man auch diese Werte hier verbessern kann. Keine Ahnung. Weil dann würde ich die Stärke vielleicht ganz gerne mal verbessern. Um bessere Tragkapazität zu haben. In Wirklichkeit sind wir nur leidlich. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Die Beweglichkeit nochmal ausgleichen, weil da sind wir wirklich am schlechtesten von allen Punkten. Ich spreche nochmal kurz mit ihm. Wollte nur mal vorbeischauen.
Dann haben wir jetzt die Deckel bekommen. Ja, schaut mal, wir haben 522 Deckel jetzt. Sehr cool. Ich habe mich auch hier ein bisschen informiert, dass es auch für eine Pistole zum Beispiel, die haben wir aber noch nicht gefunden. In die hier kann die 10mm rein. Das ist das kleine Maschinengewehr. Das hier können wir theoretisch, die Lederjacke können wir verkaufen, weil unsere Begleiter nehmen nichts, also tragen immer nur von der Rüstung her nur immer das, was sie vom Anfang an tragen. Das heißt, unseren Begleitern können wir die Rüstung nicht aufleveln und wir selber brauchen die, glaube ich, nicht mehr, weil wir jetzt die bessere haben. Also die können wir verkaufen. Genau. Was haben wir hier? Das ist das Gewehr, ne? Genau, Gewehr und das ist die Munition dazu. Gegengift, Granate. Das zählt als Falle, das Dynamit. Das habe ich auch schon nachgeschaut. Und das ist die Munition für unsere Pistole. Ja, ich glaube, das Seil ist ziemlich schwer und das Wasser. Ich weiß nicht, ob das Wasser schwer ist. 2 Pfund. Es ist dann 20 mal 2, also 40 Pfund. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Also die nehmen wir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder raus. Und dann, gehen wir mal hier rein. Mal schauen, ob die uns jetzt lieber mögen. Schönen Tag. Schöner Tag heute. Ah, ich glaube, der hat vorher gesagt, dass ich ganz okay bin. Jetzt sagt er schöner Tag. Das war schon mal eine Verbesserung. Schöner Tag. Weiter so. Okay. Dürfen wir uns hier was nehmen? Scheint verschlossen zu sein. Ah, ist verschlossen. Okay. Was hat er hier zu sagen? Schöner Tag. Es gibt hier ja sowas wie Ruf. Ruf 13. Ich glaube, wir hatten vorher Ruf 10, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, der Ruf hat sich verbessert. Oh, schaut mal, wir haben 3 Leute schon getötet. Ist nicht gerade schön, aber war nötig. Es war nötig. So, ich speichere wieder mal. Und dann schauen wir uns an, was der Typ vom Gefängnis sagt. Vielleicht gibt es da zwischen Neuigkeiten. Kann ich dir helfen? Was machst du denn hier? Das wissen wir alle schon. Nee, hat nichts Neues zu sagen. Gut. Dann müssen wir uns jetzt um die andere Geschichte kümmern, nämlich diese Skulls auffliegen zu lassen. Diese Gang. Und was ich natürlich auch immer noch sehr komisch finde, ist dieser Arzt. Aber ich glaube, da können wir noch nichts machen. Also wir wissen ja, dass der irgendwie seine Leichenteile... Oh, jetzt hängen wir da. Dass der irgendwie seine Leichenteile nach in den Hub schickt. Also wahrscheinlich müssen wir erstmal in den Hub... dort mit Leuten reden und dann können wir wiederum das hier beweisen. Also ich glaube, die Quest hängt so mit zusammen. Jetzt gehen wir mal zu Kilian, weil wir müssen die Lederjacke verkaufen und vielleicht können wir uns diese Waffe inzwischen leisten. Ich glaube, wir können uns diese Waffe leisten. Und im General Store wollte ich auch nochmal vorbeigehen. Ich habe nämlich noch was überlegt. Inzwischen sind wir ja hier Helden der Stadt und wir haben ja hier einiges verdient, also sollten wir uns dort auch bedienen dürfen. Das machen wir vielleicht zuerst. Weil in einem dieser... Und was zum was? Teufel glaubst du hier zu tun? Bin ich hier falsch? Nein, du bist bescheuert. Raus hier. Okay, bedauere die Unannehmlichkeiten. Ach, hier dürfen wir gar nicht rein. Wir dürfen hier gar nicht rein. Okay. Ich glaube, der war nur abgelenkt durch diesen... Weil wir waren ja da schon mal drin. Ich glaube, der ist nur abgelenkt gewesen durch den Überfall hier. Das hat sich jetzt aber erledigt und jetzt ist er nicht mehr abgelenkt. Ich verstehe. Schade. Na gut. Dann reden wir einfach mit ihm. Glückwunsch. Du darfst heute Nacht in einer Zelle was? Schlafen. Jungs. Ach, das ist jetzt blöd. Na gut, ich komme mit und mache keinen Ärger. Warum müssen wir jetzt in die Zelle? Das versteht auch kein Mensch. Das versteht ja auch kein Mensch. Zuerst helfen ihm, diesen Gizmo dazu besiegen und dann müssen wir in die Zelle. Wir hier raus? Wahrscheinlich nicht, ne? Verschlossen. Ja, okay. Dann schlafen wir halt hier. Und eine Nacht, hat er gesagt. Dann schlafen wir halt eine Nacht. Ja, wir sind sowieso verletzt, oder? Ist er nicht verletzt? Er hat 60 von 60. Nö, das ist okay. Und Ian? Hat 50 von 50. Ist okay. Okay, dann schlafen wir jetzt. Gut. Hier... Bis zum Morgen. Haben wir zwar wieder einen Tag verloren, aber gut, dann ist es halt so. Okay, du kannst jetzt gehen. Sehr gut, Dankeschön. Das ist
ist ein Quatsch. Was ist denn hier eigentlich los? Was ist denn hier sonst noch? Hätte ich vielleicht vorher mal schauen sollen. Hier ist sonst nichts. Okay. Ja, mach mal die Tür auf. Dann gehen wir raus. Ja, ist so ein Blödsinn, dass wir da jetzt... Das ist ja wirklich bescheuert. Egal. Kann ich jetzt trotzdem noch mit ihm handeln? Warum ist denn so dunkel eigentlich? Komisch. Ich wollte da auch gar nicht einbrechen. Ich wollte einfach nur die Tür aufmachen.